Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Stardew Valley. So, der Wetterbericht sagt, morgen ist wieder Sonnenschein, das ist schön. Der Wahrsager spricht und sagt, es ist heute ein guter Tag, und also kein guter, kein schlechter Tag. Und wir sollen die Ohren spitzen, schnapp deine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Oh ja, das kannst du aber glauben. Ich glaube, das habe ich auch gestern schon so ein bisschen angedeutet, dass wir das definitiv machen müssen. Heute ist Montag, genau. Schön, wir brauchen heute auch nichts gießen, wir können heute jede Menge ernten, und dann müssten wir könnten heute auf alle Fälle mal dafür Sorge tragen. Oh, habe ich die? Ne, sind das zwei. Oh, wie gemein. Also die würde ich jetzt dann, glaube ich, verkaufen. Was brauchen wir? Ich nehme mal die Axt mit, denn ich würde gern vielleicht noch zwischendurch, wir brauchen die Angel, nochmal woanders ein bisschen aufräumen. Das muss ich dann aber ein bisschen schauen. So, Mayo. Das Ticket möchte ich gern mitnehmen und die Angel und das hier möchte ich gern mitnehmen. Genau. Gut. Das könnten wir tatsächlich mal vernünftig aufräumen. Das da. Die Steine, die Geoden, weiß ich gar nicht, ob wir da irgendwie noch Platz haben oder die hier irgendwelche drinnen sind. Nee, das sieht gerade nicht so aus. Gut, dann machen wir das Braune einmal zur Mayonnaise. Und wir schmeißen. Oh, wir haben so viel Kupfererz, ne? Das ist ja schon eine coole Sache. Und wir haben auch genug Kupfererz, damit wir theoretisch, so viel Kohle, dass wir noch so ein zweites Gedünstings machen könnten. Oh, habe ich gestern Abend zugehabt oder habe ich unsere Viechers vergessen? Nee, sie sind glücklich, also alles gut. Passt. Ist okay, aber wahrscheinlich habe ich sie gestern gar nicht rausgelassen. Das wäre jetzt durchaus vorstellbar. Oh, hatte ich das schon? Ja. Sehr schön. Dann können wir das auch direkt mal reinschmeißen in die Kiste. Ja, so. So, genau. Dann dahin. Und jetzt will ich bloß mal kurz ein bisschen sortieren. Also das möchte ich gern verkaufen. Das will ich aufwenden. Die Angel brauchen wir auf alle Fälle. Das Ding, die will ich verkaufen. Die nutzen wir als Essen. So, die können wir bei Pierre verkaufen. Die schmeiße ich in die Kiste und das probieren wir aus. Habe ich irgendeine? Nein, wir haben keine mehr. Wir haben hier aber auf alle Fälle noch eine ganze Menge Platz und Möglichkeiten. Ach Quatsch, das wollte ich da reinmachen. So. Naja, und dann gucken wir mal. 9, 10, 15, 18, 20. Mal gucken. Also die Karotten reichen nicht. Ich glaube, wir kriegen 12 Stück für dieses Ticket. Die nehmen wir dann auf alle Fälle mit. Und dann, ja, Pastinaken. Ich will diese 5 goldenen Pastinaken noch machen. Wir können vorher noch schauen, dass wir Dünger herstellen. Das wäre jetzt noch eine Idee. Damit die Kunst des Angels nicht in Vergessenheit. Was willst du haben? Ein Katzenfisch. Wir probieren es. Wir haben ja grundsätzlich eigentlich genug Zeit. Wir wollten eigentlich hier... Ach, der Buchhändler ist heute da. Es ist geschlossen um 9. Okay, naja, dann versuchen wir doch gleich mal hier eine Runde zu angeln. Vielleicht haben wir ja... Hey, meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Ist aber auch nur bei Stardew Valley, ne? Das ist echt krass. Ah, wow. Eine CD. Okay, na gut. Jetzt nicht unbedingt das, was wir dringend brauchen, aber ja. Dann, liebes Katzenfischli. Na toll. Ich mach mal kurz. Hier, hallo. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Oh, du bist so ein... Hier ist das Wort einzufüllen, das sich jetzt jeder denkt. Der eine denkt vielleicht, der andere denkt, So, Katzenfisch. Ich brauche dich. Ich würde die Schatztruhe gerne mitnehmen, aber natürlich hat der Fisch jetzt definitiv Vorrang.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wäre so cool, wenn wir den einen einfach mitnehmen könnten. Oh, das, ich weiß nicht. Ich habe schon wieder das Gefühl, das wird nichts. Ah, diese Katzenfische machen mich wahnsinnig. Also ich lege gar keinen Wert darauf, dass wir die Schatztruhe mitnehmen, ne? Hauptsache, wir haben den Fisch. Also wir brauchen einen Katzenfisch, brauchen wir heute. Irgendwie. Brauchen wir einfach bloß ein bisschen Glück. Weil können ist definitiv nicht drinnen. Angeln ist halt einfach, ne? Angeln ist schwer. Also Angeln ist wirklich was. Es ist ein cooles System. Ich finde es total mega, wie sie das hier mit dem Angeln gelöst haben. Ich finde es richtig toll. Aber es ist schon schwer. Also ich glaube, das ist das allererste Mal seit meinen 1200 Stardew Valley-Stunden, wo ich keine Mod drinnen habe, beziehungsweise keine veränderte Datei, dass das Angeln leichter ist. Also das ist jetzt wirklich. Ah, ich kämpfe mich da jetzt durch. Oh nein, verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Tollkira. Super. Nee, blöd. Ah, also sonst mache ich immer diese eine Datei rein mit. Naja, ich bin schon ehrlich, ne? Meistens ist es 75, manchmal 50, meistens aber 75% leichter. Also ich habe im ersten Jahr eigentlich alle Gedönsfische hier, alle legendären Fische. Also ich hatte noch nie im ersten. Was ist denn jetzt? Nein. Och Menno, warum funktioniert das nicht? Das ist echt. Ach, ups. Nee. So, bitte. Also ich meine, ich habe ja angekündigt, dass ich angeln will, ne? Aber unter den Umständen ist das ja schon echt. Jetzt ziehe ich aus dem blöden See, aus dem blöden Fluss bloß das Gehölz raus und den Müll und den Dreck. Das ist nicht so cool. Ja. Komm, ein Katzenfisch. Ein bisschen, wenigstens so ein bisschen in den grünen. Ich hasse Angeln. Wirklich, es ist einfach furchtbar. Und wenn dann die Maus nicht funktioniert und ich weiß, ich heule jetzt schon seit 4 Folgen rum. Aber ich. Ja, was soll ich machen? Ich habe kein Geld für eine Angel. Für eine neue Maus. Das ist halt so. Ich muss jetzt damit leben. Wir nehmen mal ja, 15 mit und dann füllen wir mit Karotten auf. Ich nehme gleich doch. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Weil zum einen sind die nicht besonders teuer. Und zum anderen nicht, dass dann irgendwas fertig ist und wir können es nicht auswechseln, weil er gerade zu hat oder sonst was. Und können wir jetzt hier mal nach einem Ticket gucken. Da haben wir ja dieses eine schönen Nachmittag hier. Ja. Echt, ist schon Nachmittag oder tatsächlich? Das wäre ja voll cool, ne? Weil hier hätten wir den Aprikosen-Gedöns. So. Das wäre ja schon toll. Gut, dann gehen wir jetzt runter in den Wald und versuchen das da nochmal mit dem. Es ist natürlich jetzt echt, ne, der halbe Tag ist schon wieder rum und ich habe einfach, ja, nichts. Und das ist jetzt gerade ein bisschen frustrierend eigentlich, ne? Da ist noch eine Narzisse. Und morgen ist es halt rum, ne? Morgen kann ich halt keinen Katzenfisch mehr fangen, weil morgen regnet es nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie heute, so gut es eben geht, irgendwie versuchen, diesen Katzenfisch zu angeln. Gott sei Dank gibt es den ganzen Tag. Deswegen, also hier von wegen irgendwie, ich mache mal ein bisschen Holz und Steine weg oder so. Kannst du voll vergessen, wir angeln Katzenfische. Oder auch nicht. Also angeln tun wir sie. Ob wir sie an Land ziehen können, das ist halt die Frage, ne? So. Oh, alter Kira, was machst denn du? Du stellst dich aber auch gerade echt. Das ist jetzt nicht die Maus, das bin tatsächlich ich. Ja, gut. Und nochmal, ich glaube, ich habe jetzt gerade eine Stelle gefunden, wo die Maus noch so einigermaßen funktioniert. Ui, das wäre ja was. So, liebe Katzenfische, könnt ihr mir einen kleinen schicken? Ich meine, ich muss ja keinen goldenen Iridium-Gedöns oder was, sondern ein ganz kleiner, normaler, der jetzt vielleicht nicht ganz so wild drauf rumhüpft.
Ne, das wäre voll entspannt und voll cool und ja. Max, das ist doch in Ordnung. So, also ein bisschen einen Katzenfisch. Für 200 Gold, das ist am Anfang eigentlich so viel Geld, ne? Und es wäre so schade, wenn uns das jetzt durch die Lappen geht. Das wäre echt richtig doof. So, gut, schön. Ja. Oh. Das ist kein Katzenfisch, aber ein perfekter Fisch. Gibt viele Erfahrungspunkte. Das ist sehr schön. Okay, wir probieren es mal hier unten beim dunklen Wasser. Vielleicht ist das ein bisschen effektiver. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob dem so ist oder nicht. Aber dunkles Wasser, also hier kriege ich eigentlich immer mal einen Katzenfisch. Und wir hatten jetzt auch gerade das Max. Und vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen Glück. Ne? So. Hallo. Danke. Nee, das ist aber auch keiner. Aber ein perfekter Fisch. Das ist auch sehr schön. Und das war das Upgrade. Warte mal, jetzt, welches Level habe ich denn jetzt? Level 5. Okay, das heißt, das ist jetzt dann die Maximalstufe. Wir haben jetzt die Maximalstufe erreicht an dem grünen Balken zum Angeln. Das habe ich nämlich heute nachgelesen. Bis Level 5 wächst der Balken und danach nicht mehr. Danach kann man ihn nur noch mit Ködern oder hier Gedönsdings vergrößern. Ich meine, ist ja cool. Wir haben Blaubarsch, wir haben Kaulbarsch. Das bringt uns grundsätzlich für heute schon eine ganze Menge Geld. Das ist gut. Ne? Wie gesagt, wenn jetzt noch ein Katzenfisch irgendwie dazukommt. Das ist kein Katzenfisch, deswegen der hüpft nicht so viel hin und her. Den kriegen wir jetzt auf alle Fälle und dann können wir die Schatztruhe auch mitnehmen. Mega. Sehr schön. Gefrorene Truhe. Ja, schön. Das ist doch toll. Nur ist doch gar nicht so schlecht. Das sieht doch alles sehr, sehr schön aus. Jetzt kann ich bloß hoffen, dass wir jetzt irgendwie doch nochmal einen Katzenfisch fangen. Bitte. Willi ist schon ganz traurig, weil wir ihm die letzte Quest nicht fertig machen durften. Aber ich glaube, ich habe heute echt kein Glück, ne? Die vier Katzenfische, das war das Pensum, was wir heute hätten fangen können. Und mehr ist nicht. Vielleicht einfach nochmal so ein bisschen bewegen. Vielleicht ist es jetzt besser. Abgeben kann ich ihn morgen. Ich darf es nur nicht vergessen. Aber fangen müssen wir ihn heute. Wir haben auch noch ein bisschen Energie. Max, sehr gut. Ein bisschen Energie haben wir noch, Hälfte. Dann müssten wir ein bisschen schauen. Oh, der ist ein bisschen schneller, aber der ist. Nee, der wackelt nicht so viel. Nee, das ist kein Katzenfisch. Liebesspiel. Ich möchte doch nur Freundschaft schließen. Das ist ein seltsamer Fisch. Ah. Ja, aber sorry, Leute, wir müssen jetzt dranbleiben, ne? Wir haben noch gute 5 Stunden Zeit, um einen Katzenfisch zu angeln. Und die müssen wir jetzt dann auch echt nutzen, ne? Also da müssen wir jetzt dranbleiben. Da können wir jetzt nicht aufgeben. Und ich weiß ja, dass ich hier Katzenfische fangen kann. Also es sei denn, sie haben irgendwas Grundsätzliches geändert, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ihr da irgendwas. Oh, da habe ich getroffen. Okay. Ah, das wäre ja lustig, wenn der jetzt ein Katzenfisch geworden wäre. So, ab jetzt gibt es die Brasse noch dazu. Das ist ein Katzenfisch. Alter. Ah, Gott, das ist einfach so furchtbar. Tja, ich hätte sie nicht annehmen sollen, die Quest. Ich hätte sie erst annehmen sollen, wenn ich einen Katzenfisch gefangen habe. Das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Also merke in Zukunft, ne, beim Angeln erst die Fische fangen am gleichen Tag, wenn es geht, und dann die Quest annehmen. Dann ist man zeitlich nicht so unter Druck gesetzt. Ich glaube, wir haben auch keinen Katzenfisch mehr in den
Weiß ich nicht. Haben wir noch einen Katzenfisch? Ich glaube nicht. Wenn doch, ist es mega cool. Dann kann ich den abgeben, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Weil es steht ja nicht drin, dass wir ihn angeln müssen. Es steht ja nur drin, dass wir ihn abgeben müssen. Und von daher ist es ja wurscht. Ja, das wäre ja was, wenn die Kira mal mitgedacht hätte, ne? Aber meine Hand würde ich dafür jetzt nicht ins Feuer legen. Okay, so. Jetzt aber. Komm, wir probieren das nochmal. Du schaffst es. Nein, das ist eine Cola. Tja. Und es wird dunkler, und es wird dunkler. Es ist 20 Uhr. Jetzt dann irgendwie. Nein, doch. Was? Jetzt. Das ist auch kein. Aber da würde ich mir jetzt tatsächlich erlauben, die Schatztruhe mitzunehmen. Oh Gott, ist der langsam, ne? Das ist ja ein süßer Fisch. Ach, das ist eine Brasse. Okay. Wow, was? Okay. So, das kannst du eigentlich mal. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt mal zurück, schmeiß das ganze Zeug raus und sammle das nochmal ein. Ich verzichte jetzt auch auf den Rundherumweg, obwohl heute wir schon gute Ernte hatten. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier bestimmt noch mehr liegt. Ach, ey, aber eigentlich, ne, eigentlich ist es aussichtslos, einen Katzenfisch zu fangen. Hierfür brauche ich aber, scheiße, hierfür brauche ich die Sense. Na toll. Ach ja, herrlich. So, wir pflanzen hauptsächlich das Zeug aus, weil ich ja erstmal. Ach, ich wollte eigentlich die Samen drunter legen, ne? Ich glaube, das kann man. Kann man das nicht inzwischen noch, wenn die gerade frisch ausgesät sind? Da ist ein Katzenfisch. Perfekt. Dann mache ich mir die Mühe nicht. Dann ist es okay, dann soll es so sein, wie es ist. Wir nehmen einen Grünkohl. Holen uns die Mayo, holen uns nochmal ein Ei, packen das Ei da rein. Dann verzichte ich jetzt drauf. Das ist okay. Dann gehe ich lieber nochmal die Runde rum. Wir packen mal hier die hier rein, das da rein, das da rein, das da rein und den Rest könnten die Geode. Genau, und den Rest, den verkaufen wir jetzt, ne? Am Anfang müssen wir halt einfach drauf schauen, dass wir möglichst viel Geld bekommen. Gut, okay. Dann spare ich mir das Angeln. Sollen wir den Katzenfisch mal eben mitnehmen? Vielleicht ist Willi noch in der Taverne. Das sind die Muscheln, Kira. Perfekt. Genau. Dann gehen wir jetzt eben noch mal einmal rum. Vielleicht gibt es oben irgendwo noch irgendwas Schönes zum Sammeln. Und dann vielleicht noch mal unten rum, wenn ich Glück habe, schaffe ich das noch, weil wir müssen eh noch die Sachen dann einsammeln. Ja. Und wenn alles gut geht, kriegen wir morgen vielleicht nochmal eine neue Quest und ein Ticket. Oh, das wäre richtig cool. Dann hätten wir unseren Aprikosenbaum. Was zwar jetzt grundsätzlich nicht so. Aber tatsächlich. EHW. Wir verkaufen in der Klinik und so. Ja, aber lass mich mal durch. Danke. Hi, ich brauche etwas auf. Ja, warte mal, wo ist er denn? Ich muss nochmal gucken. Du, damit. Du kannst ihn für einen. Ach nee, ich muss tatsächlich den Katzenfisch fangen. Tja. Willi wird nicht begeistert sein, aber ich bin jetzt auch ein bisschen geizig, ihm den Fisch einfach zu geben, ne? Nee, das mache ich nicht. Tja, Leute, dann habe ich es heute halt einfach versemmelt. Das ist natürlich jetzt wirklich blöd. Aber wir werden jetzt auch keinen Fisch mehr. Aber guck mal, was hier noch rumliegt. Deswegen sage ich ja, es ist eigentlich gut, dass wir nochmal eine Runde rumlaufen. Und wir haben jetzt einiges an Fisch trotzdem fangen können. Das ist ganz gut, dass wir das jetzt dann alles verkaufen können. Es wird uns morgen gut was einbringen. Ich denke, wir können dann tatsächlich auch in Erwägung ziehen, morgen ein Werkzeug abzugeben. Vielleicht sogar die Spitzhacke. Oder die Hacke an sich, weil dann können wir im Sommer sind wir dann tatsächlich ein bisschen schneller, würde ich sagen, ne? Zum.
Ich glaube, oh, aber runter gehe ich nicht mehr. Es ist schon kurz vor 12. Ich weiß nicht, ob ich... Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich echt am Hintern, ne? 0 Uhr. Also grundsätzlich haben wir jetzt noch 2 Stunden Zeit, aber da muss ich wirklich im Bett liegen. Brr, schon schwierig, ne? Schon schwierig, aber... Wenn ich die Kohle jetzt dabei gehabt hätte, ne? So, aber guck mal, da ist noch ein Löwenzahn. Boah, Kira, du machst es heute aber auch echt spannend, ne? Also pass auf, wir gehen nicht die ganz große Runde, wir gehen jetzt bloß hier rum. Da sehe ich jetzt nichts. Da sehe ich jetzt auch erstmal nichts mehr. Oh, Leben am Limit. So liebe ich's. Ja, wir fangen jetzt auch definitiv keinen... Es ist rum. Es ist einfach rum. So. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war schön, dass ihr mit dabei wart und ihr die Tragödie des Katzenfisches miterleben durftet. Yay. Da waren die Augen größer, wie das können. Das ist leider manchmal so. Shit happens. Vielleicht das nächste Mal. Tut mir leid, Willy. Dann ist das jetzt halt einfach so. Die Zeit läuft jetzt gerade nicht ab, ne? Wir haben noch ein weißes Ei. Nein. Und da und dann ab ins Bettchen. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Jetzt gibt es noch hier schnell den Fall. Nee, Fische sind 25% mehr wert. Das ist nämlich gut, weil jetzt verkaufen wir sie nämlich gerade. Sind sie schon ein bisschen mehr wert. Also, ciao, ciao.